Hallo und willkommen zu dieser Kollektivlegung für alle 12 Sternzeichen. Ich freue mich, dass du hier bist und wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir aktuell bzw. zur kommenden Zeit mitgeben können. Wir starten dabei mit dem schamanischen Traumdeck und schauen uns an, was die Karten dir verraten wollen. Also, was kommt dir auf dich zu? Was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien sind derzeit relevant für das YouTube-Kollektiv? Welche Nachrichten, welche Botschaften sollten die 12 Sternzeichen hier empfangen? Worauf solltest du hingewiesen werden? Worauf solltest du aufmerksam gemacht werden? Wir haben hier die sich schließende Tür mit dem Thema Abschluss. Außerdem das Glücksrad mit dem Thema Glück und richtiges Timing. Meine Nase kribbelt. Ist das nicht ein Zeichen für Glück, wenn die Nase kribbelt? Gibt es da nicht so einen Spruch, wenn die Nase kribbelt, gibt es entweder einen Geldsegen oder, wie sagt man das, einen auf die Nase. Okay. Und ich glaube, weil das hier für dich eher nach Glück aussieht, kann es tatsächlich sein, dass manche hier einen Geldsegen erhalten? Ich weiß nicht genau. Wie dem auch sei, wir haben hier jetzt noch die Kronenspiele mit dem Thema integrer Machtgebrauch. Und der Nummer 8, die Nummer 5 und 23 könnte auch noch irgendwie mit dir resonieren. Nimm es mit, wie es für dich passt. Aber das sieht ziemlich gut aus. Ich habe das Gefühl, wenn du etwas hinter dir lässt, wird etwas Neues in Gang gebracht, wird etwas Glückliches in Gang gebracht. Dieses Glücksrad sieht für mich sehr, ich sag mal, mechanisch aus, wie so ein Uhrwerk, wo all die kleinen Einzelteile irgendwie ineinander eingreifen und quasi für eine Art Kettenreaktion sorgen. Ich habe das Gefühl, das ist das, was passiert, wenn du diese Tür schließt. Etwas wird in Gang gebracht. Diese Tür schließt sich, das Schloss rastet ein und dadurch wird dieses Glücksrad in Gang gebracht und irgendwas super Glückliches spielt sich hier bei dir ab. Manche könnten in eine Art Machtposition kommen. Es kann sein, dass dir irgendwo mehr Macht, mehr Verantwortung übergeben wird. Oder dass du in einer Situation mehr oder weniger das Sagen hast oder bestimmen kannst, was du möchtest, was du willst. Dir könnten neue Möglichkeiten gegeben werden, erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, dafür musst du diese Tür schließen, was auch immer das ist. Das können Umstände sein, wo du sagst, okay, das hält mich vielleicht derzeit noch davon ab, dieses Glück in Empfang zu nehmen. Solange ich in einem Job arbeite, der mich nicht zufriedenstellt, kann ich vielleicht nicht erwarten, diesen Erfolg zu haben. Vielleicht muss ich erst wirklich in Resonanz gehen mit dem, was ich beruflich tue und diese Erfüllung spüren und dann kommt dieses Glück ganz von alleine. Manche könnten sich von einer toxischen Person lösen oder von einem Hobby, was sie eher runterzieht, als dass es dich noch glücklich macht oder irgendwie solche Umstände. Für manche kann es was weniger Greifbares sein. Für manche kann es sein, dass du einfach nur Zweifel loslässt, Ängste loslässt, negative Erfahrungen aus der Vergangenheit loslässt, die dich davon abhalten könnten, dein zukünftiges Glück zu erhalten. Ja, ich habe für viele das Gefühl, dass es das sein könnte.
du kannst so viel Macht erhalten in Zukunft, so viel Erfolg, so viel Glück. Gerade auch finanziell und beruflich kommt das hier für mich durch. Aber ich glaube, dass es für manche negative Erfahrungen in der Vergangenheit gegeben haben könnten, die dich daran zweifeln lassen. Wenn du diese Zweifel hinter dir lässt, diese Tür schließt, dann wird das Glück, was auf dich wartet, in Gang gebracht. Also stell dir die Frage, was hält mich aktuell davon ab, erfolgreich zu sein? Was hält mich aktuell davon ab, Glück zu haben? Was hält mich davon ab, das zu empfangen, was ich mir wünsche? Und wenn du dich davon löst, dann wird hier irgendwas Großartiges in Gang gebracht. Lass uns schauen, was die Bemühungstarotkarten dir dazu mitgeben können. Was solltest du hierzu wissen? Was sollst du abschließen? Und was für eine Art von Erfolg wird hier in Gang gebracht? Und welche Nachrichten, welche Botschaften solltest du sonst noch empfangen? Was können dir die Karten sonst noch mitgeben? Wir haben hier die 2 der Stimmen, die 4 der Materialien, die 5 der Inspiration und den Nahen. Und jede dieser Karten schauen wir uns nochmal genauer an. Wir starten mit der Erklärung der 2 der Stimmen. Warte, lass mich das erstmal richtig hinlegen. So müsste es passen, oder? Ja, wofür steht die 2 der Stimmen hier bei dir? Was solltest du zur 2 der Stimmen wissen? Worum geht es hier für die 12 Sternzeichen? Was kann sie dir hier vielleicht zu diesem Erfolg verraten, den du erhalten kannst? Oder dazu, wovon du dich lösen sollst? Was kann dir die 2 der Stimmen hier mitgeben? Und bitte beachte wie immer, dass es sich hierbei um eine allgemeine Legung handelt, die nicht zu 100% mit jedem Einzelnen resonieren kann und wird. Nimm nur das für dich mit, was sich richtig anfühlt und mit dir im Einklang ist. Und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör immer auf deine eigene Intuition. Sie wird dir sagen, was hier für dich passen könnte und was nicht. Zur Erklärung der 2 der Stimmen haben wir den Hierophant, die 7 der Stäbe und die 6 der Schwerter. Manche könnten es mit einem Sternzeichen Stier zu tun haben oder selber irgendwie Stier in den großen 3 haben. Aber ja, ich sehe hier die Entscheidung, etwas hinter sich zu lassen, etwas zu überwinden. Darum geht es mit der 7 der Stäbe, darum Hindernisse zu überwinden. Diese Tür ist, wie soll ich das sagen, das, was sich hinter dieser Tür befindet, das, was du hinter dir lässt, ist nichts, was du irgendwie vermissen wirst, okay? Das ist nichts Positives, nichts Bereicherndes. Was auch immer du hinter dir lässt, es ist ein Hindernis. Es ist eine Hürde. Es ist etwas, was dich vielleicht bisher von deinem Erfolg abgehalten hat. Okay. Hier geht es nicht darum, ein Opfer zu bringen. Hier geht es darum, dich einfach nur von etwas zu lösen, was dir nicht dient. Okay. Und ich sehe, dass einige diese Entscheidung hier treffen könnten. Für manche geht es hier darum, dass du dich selber vielleicht mehr priorisierst. Wir sehen hier, der Hierophant ist immer für irgendjemanden da. Der Hierophant ist jemand, der lehrt, ist jemand, der hilft, ist jemand, der unterstützt. Vielleicht ist das so ein bisschen dein Hindernis, dass du zu viel für andere und zu wenig für dich selber da bist. Vielleicht sollst du sagen, okay, ich nehme jetzt mal wirklich Zeit für mich, um mich auf meine eigenen Ziele und Wünsche zu konzentrieren. Vielleicht ist es was ganz anderes, was du hinter dir lässt. Schau, wie es für dich resoniert, okay? Du weißt selber, was dich davon abhalten könnte, erfolgreich zu sein. Aber was auch immer es ist, wenn du das hinter dir lässt, bewusst die Entscheidung dafür triffst, dann verändert sich eine Menge bei dir. Manche könnten auch sagen, okay,
In meinem aktuellen Umfeld komme ich nicht weiter. Sei es mein Wohnort, sei es mein Arbeitsumfeld, sei es mein Freundeskreis, der irgendwie mehr negative als positive Auswirkungen auf mich hat. Sei es vielleicht sogar Familie, die mich irgendwo klein hält. Aber ich habe das Gefühl, dass du sagst, ich lasse mich nicht mehr klein halten. Ich lass mich nicht mehr einschränken. Ich verändere jetzt was, okay? Und das machst du nicht mit einem negativen Gefühl im Sinne von, jeder will mich irgendwie einschränken, niemand traut mir was zu oder alles läuft so negativ und deshalb muss ich was verändern. Ich glaube nicht, dass du das aus einer negativen Energie heraus machst, sondern dass du eher spüren kannst, wie groß dein Erfolg in Zukunft sein kann. Und darauf freust du dich so sehr, dass du diese Veränderung durchführst, okay? Das muss nicht heißen, dass du den Kontakt zu gewissen Menschen komplett abbrichst. Oder dass du irgendwelche unüberlegten Entscheidungen triffst. Aber vielleicht sagst du, okay, ich räume gewissen Dingen oder Menschen einfach jetzt weniger Zeit ein. Und konzentriere mich mehr auf das, was mich wirklich weiterbringt. Oder vielleicht verbringe ich genauso viel Zeit wie vorher mit Familienmitgliedern oder Freunden, aber ich lasse mich nicht von ihren Worten oder Meinungen beeinflussen. Hier kommt, oh, okay, interessant. Hier kommt so ein bisschen dieses Thema durch. Wie sagt man das? Auf Durchzug schalten oder so? Beim einen Ohr geht's rein und beim anderen raus. Und ich habe gerade dieses Lied gehört, das vor einigen Jahren in den Charts lief. Ich will eigentlich nicht singen, so, aber das ging so la 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 la. Und ich glaube, in diesem Lied geht es irgendwie auch darum. Ja, ich glaube, der Text war I'm covering my ears like a kid. Ich halte meine Ohren zu, ich höre dir nicht zu. Es geht beim einen Ohr rein, beim anderen raus. Ja, das ist das, was ich hier so ein bisschen sehe. Du lässt dich nicht mehr beeinflussen von Meinungen, von Äußerungen. Alles, worauf du deinen Fokus richtest, ist das, was dich positiv nährt und in Richtung deines Erfolgs bringst. Und ich glaube, dass andere, ja, es ist nicht so, als würdest du dich, wie gesagt, von allem komplett lösen müssen, aber du schließt diese Tür, wenn du merkst, da kommt gerade Negatives durch. Du schließt deine Ohren, wenn du merkst, andere Menschen äußern gerade was, was dich irgendwie runterziehen könnte. Und du entscheidest für dich, okay, ich will nicht, dass das meine Stimmung beeinflusst oder meine eigene Meinung beeinflusst. Ich habe meine Meinung, ich habe meine Ansichten und ich lasse nicht zu, dass die irgendwie angefochten werden, mehr oder weniger. Okay. Für manche kann es natürlich auch sein, dass du hier komplett etwas hinter dir lässt, dass du komplett einen Schlussstrich ziehst und aber ich glaube, was auch immer du hier für eine Veränderung durchführst, letzten Endes ist basiert auf einer positiven Energie, einer positiven Einstellung. Du tust das nicht aus einem Gefühl der Schwere heraus, sondern aus einem Gefühl der Vorfreude auf das, was hier auf dich zukommen kann, wenn du etwas nicht mehr länger diesen Raum gibst, diese Macht gibst. Ja, du gibst diesen negativen Einflüssen, dem, was sich hinter dieser sich schließenden Tür verbirgt, gibst du einfach nicht mehr diese Macht. Du holst dir hier mit den Kronenspielen deine Macht zurück, mehr oder weniger. Dadurch, dass du etwas Altem oder äußeren Umständen nicht mehr diese Macht gibst, kann für dich etwas in Gang gebracht werden, was dir diese Macht zurückgibt. Interessant. Ich glaube, das kann ein sehr, ich sag mal, unbewusster Vorgang sein. Ja, vielleicht
merkst du einfach mit der Zeit, je mehr du dich von negativen Einflüssen löst, desto mehr passiert auch in deinem Außen etwas, was dich in eine Art Machtposition bringt. Ich hoffe, das macht Sinn. Jedenfalls haben wir hier mit der 4 der, was war's? Materialien? Ja, 4 der Materialien, die 3 der Schwerter, den Ritter der Stäbe und den König der Stäbe. Hier kommt starke Feuerenergie durch. Du könntest das mit einem Feuersternzeichen zu tun haben oder selber eins sein. Jedenfalls sehen wir hier starkes Selbstbewusstsein, auch irgendwo Abenteuerlust, Lust auf Veränderung, Kreativität, die hier durchkommt. Jemanden, der durch seine Komfortzone pusht und sagt, ich, wie gesagt, verändere jetzt etwas. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das deine eigene Energie ist. Du bist motiviert, du steckst dir Ziele und tust etwas, um sie zu erreichen. Auch wenn das bedeutet, dass du vielleicht Dinge tun musst, die sich erstmal ein bisschen ungewohnt anfühlen. Okay, ich habe das Gefühl, dass du hier vielleicht Dinge tust, die Mut erfordern, die ungewohnt sind, die ja einfach nicht unbedingt deinen alltäglichen Aufgaben entsprechen, aber du weißt, warum du diese Dinge tust und deshalb machst du es trotzdem. Okay. Ich bin ganz ehrlich, hier könnte es ein Feuersternzeichen geben, was ein bisschen verwirrt ist in Bezug auf dich. Ich nehme hier wahr, dass jemand nicht ganz weiß, wie er sich verhalten soll dir gegenüber. Dass jemand nicht ganz weiß, in welche Richtung eure Verbindung sich entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand nicht unbedingt die Kapazität hat, aktuell dir die Sicherheit zu geben, die du vielleicht dir wünschst. Okay. Das kann in der Liebe sein, dass du dir irgendwo wünschst, von jemandem zu hören, wie viel du ihm oder ihr bedeutest oder dass diese Person es ernst meint oder sich eine Zukunft mit dir vorstellt. Es kann sein, dass das ein guter Freund oder eine Freundin ist oder ein Familienmitglied, von dem du gerne hören würdest, dass diese Person für dich da ist, wo du gerne sehen würdest, dass diese Person dich unterstützt oder dir zuhört, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, diese Person ist vielleicht aktuell mehr mit sich selber beschäftigt oder hat nicht die emotionale Kapazität, sich auf dich, auf deine Bedürfnisse so richtig einzulassen. Okay, ich kann mir aber vorstellen, dass das eine temporäre Sache ist. Ja, vielleicht, wenn diese Person für sich eine gewisse Klarheit gefunden hat in seinem oder ihren eigenen Leben, dann kann diese Person sich auch wieder mehr dir widmen. Aber ich habe das Gefühl, jemand kann dir aktuell nicht diese Sicherheit geben, die du dir vielleicht wünschst. Bin ich ganz ehrlich. Lass uns die 5. Inspiration ansehen. Wofür steht die hier bei dir? Was solltest du noch wissen? Was kommt hier für ein Erfolg auf dich zu, nachdem du diese Tür schließt? Was erwartet dich hier? Glückliches. Worauf möchten die Karten dich hinweisen? Mit dem Ass der Kelche sieht das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, schau, und diese Erfüllung, die hier auf dich zukommt und in Gang gebracht wird, es hat deshalb so lange gedauert, dass diese Erfüllung auf dich zukommen kann, weil hier verschiedenste Energien an dir gezerrt haben. Ja, das können, wie gesagt, Menschen sein oder Situationen, die dich davon abgehalten haben, ja, in deine Macht zu kommen, mehr oder weniger.
Das können deine eigenen Zweifel oder Ängste gewesen sein. Aber wenn du dich von diesen Einflüssen löst, dann gibt es nichts mehr, was dein Glück, deine Erfüllung zurückhalten kann oder aufhalten kann. Ich sehe hier so viel Erfüllung, gerade auch emotional. Wenn du darauf wartest, dass jemand in der Liebe auf dich zukommt, ich sehe, dass diese Person das hier langsam tun könnte. Ich habe das Gefühl, dass diese Person sehr viele Menschen in seinem oder ihrem Leben hat, die an ihm oder ihr zehren. Vielleicht erwartest du, dass eine spezifische Person in der Liebe auf dich zukommt. Oder vielleicht wartest du darauf, die richtige Person kennenzulernen, wer auch immer es ist. Diese Person wird auf dich zukommen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie erst Energien gibt, die jemand hier abschütteln muss, mehr oder weniger. Oder ich kann mir vorstellen, dass dein Gegenüber hier sehr viele Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen hat, vielleicht sogar Angestellte, für die er oder sie zuständig ist. Oder vielleicht hat diese Person Kinder oder andere Familienmitglieder, um die man sich kümmern muss oder sowas in der Richtung. Ich habe das Gefühl, dass es viele verschiedene Energien gibt, die an dieser Person zehren. Vielleicht gibt es hier auch noch andere Menschen, die romantisches Interesse an dieser Person haben. Und das könnte diesen Prozess so ein bisschen verlangsamt haben. Dennoch sehe ich, dass diese Erfüllung nicht aufhaltbar ist. Okay? Hier kommt Erfüllung auf dich zu, auch wenn du vielleicht etwas darauf warten musstest. Auch wenn das etwas langsam vonstatten geht. Aber jemand könnte ja auf dich zukommen und ich sehe da jede Menge Potenzial für emotionale Erfüllung. Und auch ganz ehrlich für eine Partnerschaft. Wenn du bereits in einer Partnerschaft bist, kann es sein, dass deine Person in letzter Zeit etwas beschäftigt war oder dass es viele Aufgaben gab, die diese Person irgendwie meistern musste. Aber ihr werdet wieder Zeit füreinander haben und ihr werdet euch wieder aufeinander fokussieren können, weil diese Gefühle zwischen euch ziemlich stark sind. Okay. Ja, und selbst wenn du sagst, ich hab in der Liebe noch gar niemanden. Ich kann mir vorstellen, dass die Person, die für dich gedacht ist, einfach in der Vergangenheit noch sehr stark mit anderen Angelegenheiten beschäftigt war. Und dass es vielleicht auch sogar jetzt noch Dinge gibt, die an ihm oder ihr so ein bisschen ziehen und kleben. Aber ich denke, wie gesagt, dass ihr hier trotzdem diesen Zugang zueinander finden werdet. Hier sehe ich wirklich sehr, sehr große Erfüllung und auch starke Gefühle, die hier entstehen können oder vielleicht für manche schon da sind. Ja, ich habe das Gefühl, ihr müsst so ein bisschen kämpfen, um diese Zeit zu zweit zu haben. Ihr müsst so ein bisschen kämpfen, um einander vielleicht auch überhaupt erst kennenlernen zu können. Aber ich glaube, dass ihr beide irgendwo das Gefühl habt, das ist es mir wert. Weil da eben so viel Potenzial ist, so viel emotionale Erfüllung verborgen ist. Und ich glaube, das spürt ihr beide auch gleichermaßen. Lass uns den Nahen ansehen. Wofür steht der hier? Was solltest du noch wissen? Was kommt hier noch auf dich zu für einen Erfolg? Nachdem du diese Tür schließt, was können dir die Karten sonst noch so mitgeben? Auch das sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben mit dem Nahen Neuanfangsenergie und mit dem Ritter der Kelche Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische. Ja, auch hier mit dem König der Kelche, Krebs, Skorpion, Fische sind Sternzeichen, mit denen du es hier zu tun haben könntest. Vielleicht ist es deine eigene Energie, wie dem auch sei. Die Kelche stehen im Tarot für Gefühle, für Emotionen. Ich sehe hier so viel emotionale Erfüllung für dich. Sei es einfach, weil du etwas hinter dir lässt und jetzt dieser Erfolg auf dich zukommt, der dich glücklich macht, oder du irgendwo die Möglichkeit hast, deinen Weg besser selber zu beeinflussen, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht in beruflicher Hinsicht oder auf andere Art und Weise.
Deine Meinung zählt etwas, okay, zählt sogar sehr, sehr viel. Und ich glaube, in der Zukunft wird dir das nochmal bestätigt werden. Ja, je mehr du sagst, ich priorisiere meine eigene Meinung und lass mich nicht von anderen beeinflussen, desto mehr wirst du auch in Zukunft in deinem Umfeld merken, dass andere Menschen deine Meinung priorisieren. So, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, dass zum Beispiel beruflich deine Meinung, deine Sichtweise sehr geschätzt sein wird, aber auch in deinen Beziehungen. Ich glaube, je mehr du deine Meinung, deine Sichtweisen, deine Gefühle, deine Bedürfnisse priorisierst, desto mehr werden das die Menschen in deinem Umfeld mit der Zeit auch tun. Das ist das Gesetz der Anziehung, okay. Oder das Gesetz der Resonanz, keine Ahnung. Wie dem auch sei, du beeinflusst die Energien in deinem Umfeld durch die Energien in dir selber, die sich hier verändern. Okay. Und deshalb sehe ich hier so große Erfüllung, weil ich glaube, du wirst merken, dass Menschen sich darum scheren, was du denkst, was du dir wünschst. Und genau das irgendwo in dein Leben bringen. Und natürlich geht es nicht darum, dass Menschen dir irgendwie dienen sollen oder sonstiges. Ich bin mir sicher, dass auch du aus diesem Gefühl der Erfüllung und Liebe heraus für andere Menschen da sein wirst und ihnen deine Wertschätzung zeigen wirst. Okay, aber ich sehe hier dieses gesunde Geben und Nehmen, was vielleicht vorher nicht immer der Fall war. Denn wie gesagt, wenn es keine toxischen Einflüsse gäbe, dann müsstest du diese Tür hier auch nicht schließen. Und ich meine, auch hier sehen wir es. Es könnte jemanden geben, der nicht die Kapazität hatte, bisher einfach sich so auf dich zu konzentrieren oder dir die Sicherheit zu geben, die du dir gewünscht hast. Was aber nicht mehr lange relevant sein wird, weil du dir selber sagst, okay, meine Bedürfnisse sind relevant, ich priorisiere die, stelle die mehr oder weniger an erste Stelle. Und ich glaube, diese Selbstliebe wird sich dann auch in Liebe von außen verwandeln, mehr oder weniger. Wie dem auch sei, ich denke, gerade auch in romantischer Hinsicht könnte sich hier einiges in eine sehr schöne Richtung entwickeln, weil ich glaube, wenn ihr, auch wenn ihr erstmal kämpfen müsst hier, um, ja, anknüpfen zu können, um eure Verbindung ausbauen zu können. Wenn ihr das erstmal geschafft habt, dann dürfte es leichter laufen. Ich sehe hier starke Zuneigung, starke Anziehung auch irgendwo. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass es in der Liebe hier positive Weiterentwicklung gibt, weil ich sehe, dass jemand auf dich zukommt und dir eine gewisse Zuneigung schenkt. Hier gibt es jemanden, der dich super attraktiv findet, super anziehend und charmant findet. Und ich glaube, dass das mit euch hier wirklich in eine schöne, neue, erfüllende Richtung gehen könnte, wenn du dafür offen bist. Gerade wenn es sich hierbei um ein Wassersternzeichen handelt, Krebs, Skorpion, Fische, würde ich sagen, stehen eure Chancen sehr gut, dass ihr euch hier was aufbauen könnt, falls ihr nicht bereits in einer Beziehung seid. Wie gesagt, wenn ihr in einer Beziehung seid, denke ich, dass ihr hier mehr Zeit füreinander habt, dass ihr euch wieder mehr aufeinander fokussieren könnt und diese äußeren Umstände euch nicht mehr so sehr davon abhalten können. Aber du fühlst dich hier in deiner Macht, in deiner Power, mit der Herrscherin. Du bist sehr selbstbewusst. Weil du merkst, dass es sich extrem lohnt für dich, dass du diese Tür geschlossen hast. Also ja, hier kommt Glück auf dich zu. Eigentlich ist es kein Glück, weil du es ja selber in Gang bringst, indem du diese Tür schließt und dich von Ängsten, Zweifeln, Unsicherheiten löst oder von negativen Einflüssen von außen, die dich nicht länger beeinflussen. Dementsprechend ist das eigentlich kein Glücksfall, sondern ein Erfolg, den du dir auch irgendwo selber verdient hast. Denn ich denke, dass manche hier auch irgendwo Entscheidungen treffen müssen, ja, etwas zu verändern. Ja, sich eben aus einem Umfeld zu lösen, was dir vielleicht nicht so gut tut oder dich von deinem Erfolg abhält.
glaube, du beschäftigst dich damit, was hält mich von meinem Erfolg ab? Und wenn du die Antwort darauf hast, dann wirst du versuchen, dich davon zu lösen oder Dinge so in Gang zu bringen, dass du diesen Erfolg in Empfang nehmen kannst. Dementsprechend kannst du dir dann aber auch selber auf die Schulter klopfen, wenn du das erfolgreich umsetzt. Und für viele sieht es danach aus. Ich sehe hier sehr viel Erfüllung. Ja, hier geht es nicht nur um greifbaren beruflichen oder finanziellen Erfolg. Ich glaube, was hier viel größer ist, ist diese emotionale Erfüllung, wenn du merkst, ich komme hier in eine Position, in der ich mich wohlfühle. Sei das beruflich, sei es in deinen Beziehungen. Hier kommt einfach für mich durch, dass du in Zukunft mehr geschätzt werden könntest, weil du dich von Energien löst, die dich nicht schätzen. Selbst wenn es nur deine eigenen Unsicherheiten sind, okay? Lass uns eine Starseed-Karte noch für dich dazulegen. Und wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Außerdem gibt es dort einen Link zu meinem Instagram-Profil. Dort kannst du mich auch gerne unterstützen, wenn du das möchtest. Wir legen jetzt, wie gesagt, noch eine Starseed-Karte dazu. Was können dir die Starseed-Karten noch mitgeben? Was solltest du noch wissen? Worauf solltest du noch aufmerksam gemacht werden? Und da haben wir Weight of the World, Boundaries, Let it go, it's not yours to carry. Ja, du sollst Grenzen setzen, du sollst etwas loslassen. Sehr, sehr passend. Etwas ist nicht länger deine Bürde. Dieses Hindernis muss dir nicht länger im Weg stehen. Dieses Gewicht musst du nicht länger auf deinen Schultern tragen. Du kannst es loslassen. Auf welche Art und Weise es auch immer sich für dich richtig anfühlen mag. Aber ich glaube, du kannst ja etwas loslassen und wirst dadurch merken, dass du in eine viel erfolgreichere und erfüllendere Richtung geführt wirst. Super, super schön. Ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass du was daraus für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir eine richtig schöne Zeit.